Das ist Taifun Korkut. Und wer er ist, das erzähle ich dir jetzt. Er wurde am 2. April 1974 in Stuttgart geboren. Er spielte die ganze Jugend bei den Stuttgarter Kickers, machte dann aber 1955 den Wechsel zu Fenerbahce. 5 Jahre später wechselte er zu Real Sociedad nach Spanien, 1 Jahr danach nach Espanyol, 1 Jahr danach nach Besiktas und 2 Jahre danach nach Genclerc Berkeley. Interessant ist aber, dass er immer ablösefrei wechselte. Nach ein paar Jugendtrainerposten wird Tayfun Korkut türkischer Co-Trainer. Er wird dann Kaiserslautern Trainer, wonach er einen Posten bei Hannover antritt. Dann wird er Bayer Leverkusen Trainer als erster großer Posten, dann im Verein VfB Stuttgart und jetzt ist er Hertha BSC Trainer.